Hallo Leute, in Part 3 von Let's Play The Night of the Rabbit spielen wir natürlich immer noch mit Jerry und wir müssen eine Karottenflamme fabrizieren, nennen wir es mal. Oh, Waldkreuzung. Waldkreuzung. Ah, das sind zwei Waldkreuzungssteine. Das sehe ich jetzt erst schon mal. Früher soll es hier wichtige Wanderwege in die Ferne gegeben haben. Das war lange bevor es Autos gegeben hat, sagt Mama. Heute kommt man von hier aus nur zu uns nach Hause und in den Wald zum alten Pfadbaum. Okay. Wir haben ja im letzten Part hier dieses Kalkstein-Schwarzpulver, fabriziert. Den krümeligen Stein hat's einfach pulverisiert. Genau wie in dem Brief beschrieben. Ziemlich cool. Oder? Das haben wir doch schon gemischt, oder nicht? Verrotteter Knaller? Ah, nein. Noch nicht. Passt. Sorry. Pulvermix. Schwarz und weiß ergeben grau. Wie bei meinen Bildern im Kunstunterricht. Doch, das hatten wir aber schon. Ich habe das so... nach dem Neuladen musste ich das jetzt nochmal machen. Hm. Gut, dann hieß es irgendwie, das muss doch in das Gefäß, oder? Aha, ja genau. Das hatten wir auch schon. Ist drin. Dose mit Pulvermix. Soweit, so gut. Und jetzt? Und jetzt? Wäre es eigentlich Zeit, dass wir uns das Gedicht nochmal anhören? Da ist ein seltsames Zeichen mit einem Gedicht darunter. Wie er eine Karottenflamme machte. Er schrieb mit Weiß das Zeichen auf den Stein. Dann musste Weiß ein weißes Pulver sein. Schwarz, das leicht entbrennt, wird heute nicht von Weiß getrennt. Schwarz und Weiß, die sich verbanden, dann am Grunde vom Gefäß verschwanden. Darauf folgten der Zutaten nun dreie. Baumhaut, Baumfrucht und Wurz in strikter Reihe. Aus dem Gefäß malte er einen Kreis auf eine Kreuzung. In deren Mitte ruhte das Gefäß dann voll Bedeutung. Der Kreis ward mit Schwefelhölzern angesteckt. Hurra! Die Karottenflamme hat ihm gut geschmeckt. Okay. Baumhaut, Baumfrucht und Wurz? Ist das der Wurz? Ich versuche das mal. Also das hier ist ja die Baumrinde, genau. Das ist das mit, von den Eichhörnchen. Hm. Oh, hm. Ich versuche das mal. Das macht Jerry. Auch drin. Baumfrucht? Hagebutten sind cool, aber irgendwie ziemlich nutzlos. Oh, nee. Ah, nein, Baumfrucht, das sind doch diese Eicheln hier oben. Eichel hoch oben. Danke, Jerry. Kann ich mit dem Stock hier welche runterholen? Das ist eine meiner leichtesten Übungen. Oh. Da habe ich aber gut was runtergeknüppelt. Baumfrucht. So. Baumfrucht. Ihr? Soweit, so gut. Und jetzt? Wurz. Das geht auch. Okay, jetzt ist alles drin. Okay, Dose mit Pulvermix, Rinde, Eicheln und Karotte. So, ich muss trotzdem nochmal das Gedicht anhören, Leute. Da ist ein seltsames Zeichen mit einem Gedicht darunter. Wie er eine Karottenflamme machte. Er schrieb mit Weiß das Zeichen auf den Stein. Dann musste Weiß ein weißes Pulver sein. Schwarz, das leicht entbrennt, wird heute nicht von Weiß getrennt. Schwarz und Weiß, die sich verbanden, dann am Grunde vom Gefäß verschwanden. Darauf folgten der Zutaten nun dreie. Baumhaut, Baumfrucht und Wurz in strikter Reihe. Aus dem Gefäß malte er einen Kreis auf eine Kreuzung. In deren Mitte ruhte das Gefäß dann voll Bedeutung. Der Kreis ward mit Schwefelhölzern angesteckt. Hurra! Die Karottenflamme hat ihm gut geschmeckt. Okay, wenn ich das richtig verstanden habe, dann müssen wir jetzt mit dem Gefäß hier was draufmalen. Okay, das sollte klappen. Ah, okay. Okay, und dann müssen wir es anzünden. Mit Schwefelhölzern, was ja im Grunde Streichhölzer sind. Na gut, dann wollen wir mal. Thank you.
unmöglich. Die Truhe kam aus dem Nichts. Es ist ein unmöglicher Reisekoffer. Und ich habe ihn herbeigezaubert? Jaha! Ich hab's doch gewusst. Übung macht den Meister. Haselnuss hat einen an der Nuss, haben sie gesagt. Zauberei gibt es nicht, haben sie gesagt. Ha, die werden staunen. Haselnuss hat einen an der Nuss. unmöglicher Reisekoffer. Aha, der ist also nicht möglich. Sie ist mit verschiedenen Utensilien für eine Zaubervorstellung vollgepackt. Der große Zaroff steht auf dem Poster. Ob das seine Sachen sind? Sein Zylinder? Okay, Poster. Der große Zaroff. Erleben Sie den größten Illusionisten unserer Zeit. Hier steht aber nicht, wann und wo die Vorstellung stattfindet. Wie seltsam. Das Poster sieht aber auch schon ziemlich alt aus. Ob diesem Zaroff der Koffer hier gehört? Ich werde einfach mal eins von seinen Plakaten mitnehmen. Oh, Andenken. Da ist ein Riss im Innenfutter des Kofferdeckels. Aha, als Andenken dachte ich. Riss. Unmöglicher Reisekoffer. Zylinder. Schauen wir uns den Zylinder mal vorher noch an, bevor wir zum Riss gehen. Oh, heiliger Bimbam. Schon wieder? Mann, oh Mann. Zauberer brauchen echt gute Nerven. Oh, heiliger Bimbam. Ach, reiß dich zusammen, Jerry. Das ist bestimmt nur wieder einer von diesen Waschbären. Oder eine magische Nachricht. Oder ein magisches Kaninchen, das aus dem Hut gezaubert werden will. Gut, dann schauen wir uns mal den Riss an. War was anderes aus dem Zylinder? Gibt's, glaube ich, nicht. Dann schauen wir uns mal den Riss an. Na, so ein kleiner Riss ist ja nicht schlimm. Das lässt sich auch ganz leicht reparieren. Oh, oh. Oh, ein Zauberstab. Hey, da steckt ein Zauberstab im Innenfutter. Sieht fast so aus, als hätte ihn jemand dort versteckt. Ach nein, Leute, jetzt fällt mir gerade was auf. Ein Kaninchen, einen Hasen aus dem Zylinder zaubern. Oder nee, das ist jetzt nicht wahr. Gucken wir uns nochmal kurz das Poster an. Der große Zaroff. Ob das wohl seine Sachen in dem Koffer waren? Sein Zylinder? Ob das der war ganz am Anfang, der von seinem Schüler gesprochen hat? Zauberstab? Der Zauberstab aus dem Reisekoffer des großen Zaroff. Ob man damit wirklich zaubern kann? Wir werden es probieren, denn ich glaube, wir können mit dem Zauberstab ein Kaninchen aus dem Zylinder zaubern. Zylinder und Zauberstab? Na gut, Jerry, es ist soweit. Hierfür hast du seit Jahren geübt. Also, Abraka! Es ist Jahrzehnte her, seit ich eine Karottenflamme getrunken habe. Gestatten? Ich bin der Marquis. Der Marquis de Hoto. Oh, aber Sie sind ein... Oryctolagus cuniculus sapiens, du sagst es. Oh, also ich heiße Jeremias Ha... Jeremias Haselnuss, der Junge mit dem Traum. Was? Sie kennen meinen Namen? Und ich weiß noch mehr. Deine Sommerferien enden übermorgen. Das stimmt. Leider. Mathematik, tropfende Füllfederhalter, harte Holzbänke, trockener Kreidestaub. Ihr Menschenkinder seid so tapfer. Doch du träumst von mehr. Das Rauschen der Blätter im Wind, es erinnert mich an zu Hause. Wo ist das? Mein Zuhause ist dort, wo man sich an mich erinnert. Ja, aber wo genau? Ich erinnere mich kaum. Der Nebel. Wie bitte? Jerry. Sag mir, was ist dein größter Traum? Oho, der Marquis de Hoto, wenn ich das richtig gehört habe. In meiner Freizeit übe ich Zaubertricks, aber in der Schule bin ich mehrmals als Zauberer aufgetreten.
Zauberer ist ja kein richtiger Beruf, also... Ich würde sagen, in meiner Freizeit übe ich Zaubertricks, aber... In meiner Freizeit übe ich Zaubertricks, aber... Ach, was soll's. Ich will Zauberer werden. Ich weiß, denn ich bin Zauberer. Geliebt, gefürchtet, gebraucht und äußerst brillant. Meine Daus! Willst du mein Lehrling werden? Ja, aber... Reise mit mir. Jenseits der Grenzen des Vorstellbaren. Studiere die 5 feurigen Mantren der Phönixbeschwörung und meistere alle Facetten der Magie. Naja, vielleicht nicht alle. Einige sind nicht so... Das ist ja unglaublich fantastisch, aber... Aber? Meine Mutter sagt, ich muss zum Abendbrot wieder zu Hause sein. Jerry, deine Ausbildung wird Tage in Anspruch nehmen. Wochen. Oh, schade. Eine lange Zeit, natürlich. Dann ist es wohl unmöglich, dass ich... Das würde ich mal nicht sagen. Ich würde sagen, oh, schade. Oh, schade. Eine Ausbildung in den magischen Fertigkeiten. Das Studium der Kunst der Künste. All dies braucht Zeit. Eine lange Zeit, natürlich. Eine lange Zeit, natürlich. Und die Zeit selbst wird dem Magier zum Studienobjekt. Wer die Zeit studiert, braucht Zeit. Dann ist es wohl unmöglich, dass ich... Jerry, hör mir gut zu. Vergiss unmöglich. Für einen Zauberer ist nichts unmöglich. An einem Sommerferientag ist alles möglich. Ich verspreche dir, dass du rechtzeitig zum Abendessen wieder zurück sein wirst. Bist du bereit, mir zu vertrauen, Jeremias Haselnuss? Ja. Du trägst eine Münze bei dir. Was? Woher wissen Sie das denn jetzt? Sie hat eine ganz besondere Ausstrahlung. Woher hast du sie? Ich weiß nicht genau. Die hatte ich irgendwie schon immer. Irgendetwas fehlt hier. Eine Erinnerung? Keine Sorge, Jerry. Alles, was verloren geht, wird wieder auftauchen. Damit habe ich immer meine Zaubertricks geübt. Sieh durch das Loch in deiner Münze hindurch. Magische Kraft erlaubt dir nun einen neuen Blick auf die Welt. Was du siehst, ist magischer Schimmer. Die Münze zeigt dir fortan, was dir während deiner Ausbildung hilfreich sein könnte. Um durch die magische Münze zu blicken und Dinge zu sehen, die dem bloßen Auge entgehen, öffne das Inventar und klicke auf die Münze oder verwende jederzeit die Leertaste oder die mittlere Maustaste. Magischer Schimmer. Die Münze. Auf einmal ist sie ganz prickelig auf der Haut. Gib Acht auf deine Münze. Mein Zauber wird dich davor beschützen, vergessen zu werden, wenn wir diese Welt verlassen. Wir verlassen diese Welt? Wir haben keine Zeit zu verlieren. Du willst doch rechtzeitig zum Abendessen zurück sein. Den hier wirst du brauchen. Jerry. Erinnerst du dich, was ich dir gesagt habe? Nichts ist unmöglich? Und bald schon wird es nicht mehr nach einer Frage klingen. Warten Sie! Kennst du diesen Ort, Jerry? Na klar, das ist der alte Pfadbaum. Sicher hast du gespürt, dass das hier ein besonderer Ort ist. Besonders? Magisch. An Orten wie diesen kann man sich leicht verlaufen. Hey, ich bin doch kein Kind mehr. Auch Erwachsene können im Wald verloren gehen. Spürst du etwas? Ich höre ein Grollen. Benutze deine Münze, Jerry. Okay. Ich drück mal die Leertaste, Leute. Sehr schön. Oh Mann, eine Kröte. Die ist gigantisch. Die Magie dieses Ortes ließ sie hier überdauern, wachsen,
vergessen von der Zeit. Doch wie jede andere Kraft kann auch Magie missbraucht werden. So wie die Kraft dieses Portalbaumes. Dann greifen wir ein. Wir? Die Zauberer. Die Baumläufer. Aha. Baumläufer. Ich dachte, ich bin ein Zauberlehrling. Portalbaum? Was bedeutet das? Portalbaum? Was bedeutet das? Portalbäume sind Bäume, deren Wurzeln unendlich tief in das Geflecht der Realitäten reichen. So tief also, dass sie an mehr als nur einem Ort existieren und magische Verbindungen schaffen. Einige nutzen diese Verbindungen, um zwischen den Welten hin und her zu wechseln. So auch wir Baumläufer. Okay. Baumläufer? Ich dachte, ich bin ein Zauberlehrling. Baumläufer? Ich dachte, ich bin ein Zauberlehrling. Wir Baumläufer nutzen magische Portalbäume, um zwischen verschiedenen Welten hin und her zu reisen. Verschiedene Welten? Orte, Zeiten und Möglichkeiten bilden eine nahezu unendliche Zahl von Welten. Du wirst von mir in der Tradition der Baumläufer ausgebildet und dir dieses alte Wissen um das Weltenwandern aneignen. Oh, das klingt kompliziert. Es ist ganz leicht. Fast wie Fahrradfahren. Wirklich? Nein. Im schlimmsten Fall ist es, als ob du zwischen zwei Widersprüchen zerrieben wirst. Oh, das verstehe ich nicht. Niemand von uns tut das. Du lernst schnell. Aber wie benutzt man einen Portalbaum? Hier beginnt. Getan haben. Das hier sieht immer noch aus wie im Wald bei uns zu Hause. Aber irgendwie... Und hopp! Aber das ist ja... eine... mit Rucksack? Je weiter wir uns vom Portalbaum entfernen, desto deutlicher wird sich zeigen, dass wir die Welt, die du kennst, lange hinter uns gelassen haben. Nur die natürlichen Parallelen hier am Portalbaum lassen eine Verbindung vermuten. So wie diese Mauer. Mir nach, Jeremias Haselnuss! Ich habe dir Magie versprochen. Eine andere Welt. Vor dir, Jerry, liegt Mauswald. Wow! Hier wirst du deine Ausbildung absolvieren. Und wo ist die Schule? Und sind die Lehrer da nett? Diese Welt ist magischer als deine. Ihre Bäume wurzeln tief
und schaffen Verbindungen, wie die, über die wir hierher gereist sind. Diese Welt wird deine Schule sein. Ihre Bewohner werden dich vieles lehren. Noch mag dir dieser Ort ungewöhnlich erscheinen, doch schon bald wird er ein wichtiger Teil deines Lebens sein. Und dann, wenn deine Ausbildung abgeschlossen ist, wirst du die Welt mit den Augen eines Baumläufers sehen. Mir nach, junger Haselnuss. Oh, warte! Ich weiß, dass du hier neu bist, aber es wird auch nur eine Sekunde dauern. Warte einfach hier. Ich bin gleich zurück. Ich werde dich beim Stadtrat ankündigen. In Ordnung. Wow. Ganz schön interessant, so klein zu sein. Wer hätte gedacht, dass Mäuse Städte haben? Ja, Leute, wir... Was ist denn das? Erfolge! Folge dem weißen Kaninchen, Alice im Wunderland. Ja, da haben wir auch einige Parallelen wahrgenommen. Okay, Leute, wir haben hier ein junges Eichhörnchen, eine tanzende Maus... Und ein rundliches Tier mit Schirm. Okay. Statuen am Rathaus. Kommt mir das nur so vor? Oder sehen diese Statuen irgendwie glücklich aus? Weil sie aussehen, als würden sie lächeln. Bunte, hölzerne Uhr. Ich sehe keine Stunden oder Minuten. Sieht eher aus, als ob die Uhren hier bei den Mäusen die Tageszeit anzeigen. Naja, aber ist ja eigentlich dasselbe. Irgendwie schon, oder? Werbeplakat. Blausaft. Lecker und blau. Ein Qualitätsprodukt der Waldzwerge. Waldzwerge gibt's auch. Litfaßsäule mit Bekanntmachungen. Liebes Mauswald, mein Nachbar hat sich über Lärm während der Schlafenszeit beschwert. Bitte haltet euren Geräuschpegel so hoch wie möglich. Er hat es verdient. Liebe Grüße an Nonni Maus. Goldenes Horn mit Frosch. Ein Horn in der Mitte des Platzes. Soll man damit jemanden rufen? Oder der Frosch ist am Pranger. Kaffee. Ein Baumstammkaffee. Es sieht richtig herzerwärmend aus. Jemand scheint sich sehr um das Kaffee zu kümmern. Sehr cool. Da rein? Nee, das wollen wir mal nicht. Wir wollen uns hier erst noch mal weiter umsehen, aber das hier ist jetzt wohl alles. Gut, Leute, ich würde sagen, wir reden mit diesen Gestalten auch, während wir auf den Marquis de Hoto warten. Aber das machen wir dann am ersten Mal Anfang vom nächsten Part von Let's Play The Night of the Rabbit. Wir haben sehr viel Story abbekommen hier in diesem Part und ich bin gespannt, wie es weitergeht und wie die Ausbildung von Jerry, / Jeremias, denn so ablaufen wird. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao!